zum Thema Lichtbrechung in der geometrischen Optik. Tritt ein Lichtstrahl von einem Medium in ein anderes, so wird dieser Lichtstrahl teilweise reflektiert und teilweise gebrochen. Diese Lichtbrechung heißt Lichtrefraktion. Im Vakuum breitet das Licht sich mit der Geschwindigkeit c von 300.000 km pro Sekunde aus. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das gilt aber nur im Vakuum. Die Geschwindigkeit v des Lichts hängt von dem Medium ab, in dem es sich ausbreitet. Und dies ist gekennzeichnet durch das Brechungsindex klein n. Dieses Brechungsindex klein n ist definiert als Bruch von Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit v in dem betrachteten Medium. Im Vakuum wird das Licht durch nichts abgebremst, in einem anderen Medium aber sehr wohl. Und deshalb ist diese Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum immer größer als die Lichtgeschwindigkeit in irgendeinem anderen Medium. Und somit ist dieser Bruch c auf v, das heißt das Brechungsindex n, immer größer gleich 1. Wir kennzeichnen ein Medium hier durch das Brechungsindex, zum Beispiel hier für Luft ist es n1 und hier zum Beispiel für Wasser ist es n2. Einige Beispiele. Im Vakuum ist das Brechungsindex n natürlich gleich 1, denn im Vakuum gilt n gleich c auf c und das ist 1. Für die Luft ist c auf v ungefähr 1,0003. Im Wasser ist das Brechungsindex n ungefähr 1,33 und im Glas im Durchschnitt 1,7. Das Brechungsindex vom Glas hängt natürlich von der Art vom Glas ab. Die Richtungsänderung, das heißt diese Lichtrefraktion, ist auf eine Geschwindigkeitsänderung des Lichts beim Übergang von einem Medium in ein anderes zurückzuführen. Der Winkel, den dieser Einfallsstrahl mit der normalen bildet, den bezeichnen wir mit Alpha und nennen ihn den Einfallswinkel. Der Winkel, der gebildet wird durch diesen gebrochenen Strahl und der normalen, den bezeichnen wir mit Beta und nennen ihn den Brechungswinkel. Man kann mathematisch beweisen, dass bei dieser Lichtbrechung gilt n1 mal Sinus Alpha gleich n2 mal Sinus Beta, also so. Diese Formel nennt man das Gesetz von Snell-Descartes. Snell war ein niederländischer Wissenschaftler, Descartes war ein französischer Wissenschaftler. Kommen wir jetzt zur sogenannten Totalreflexion. Dieser Lichtstrahl R1 wird teilweise reflektiert und teilweise gebrochen. Nehmen wir an, n1 sei streng größer als n2, also das Brechungsindex vom ersten Medium ist streng größer als das Brechungsindex vom zweiten Medium. Es gilt das Gesetz von Snell-Descartes, aus dem wir schließen, dass Sinus Alpha geteilt durch Sinus Beta gleich zu n2 geteilt durch n1 ist. In diesem Bruch ist der Zähler n2
streng kleiner als der Nenner n1. Und wenn in einem Bruch der Zähler streng kleiner ist als der Nenner, so muss dieser Bruch streng kleiner sein als 1. Woraus wir also schließen, dass Sinus von Alpha streng kleiner sein muss als Sinus von Beta, weil dieser Bruch ja streng kleiner ist als 1. Woraus wir wiederum schließen, dass Alpha streng kleiner sein muss als Beta. Bei der Lichtrefraktion, bei der das erste Brechungsindex streng größer ist als das zweite, ist der Einfallswinkel also streng kleiner als der Brechungswinkel. Behalten wir das, wenn das Brechungsindex groß ist, dann ist der Winkel klein. Und wenn das Brechungsindex klein ist, dann ist der Winkel groß. Ich werde den Winkel Alpha mit diesem Kursor so einstellen, bis Beta ein rechter Winkel wird. Wir schauen das in der Animation. Alpha wird größer, Beta also auch. Und für irgendeinen Wert von Alpha, den wir hier Alpha Max nennen, wird der Refraktionswinkel Beta maximal, das heißt zum rechten Winkel. Eine größere Lichtbrechung kann es hier nicht geben. Also, wenn Beta 90 Grad ist, dann muss der Sinus von Beta 1 sein. Der Taschenrechner bestätigt das. Der Sinus von 90 Grad, das macht 1. Im dritten Jahr haben wir den Sinus von einem rechten Winkel noch nicht gelernt. Wir haben nur den Sinus von einem Spitzenwinkel in einem rechtwinkligen Dreieck gelernt. Also für Sinus von 90 Grad brauchen wir im Moment den Taschenrechner. Später im Mathematikunterricht werden wir lernen, wie man den Sinus von 90 Grad bestimmt. Wir kennen diesen Bruch aus dem Gesetz von Snell-Descartes, aber wenn der Sinus von Beta 1 ist, dann ergibt dieser Bruch, dass der Sinus von Alpha n2 geteilt durch n1 sein muss. Somit kennen wir also den Sinus vom Winkel Alpha, das ist dieser Bruch, und Alpha Max wird also bestimmt durch Sinus hoch minus 1 von diesem Bruch. Das machen wir mit Taschenrechner. Also nochmal, wenn man den Sinus von einem Winkel kennt, so findet man den Winkel durch die Taste Sinus hoch minus 1 vom Taschenrechner. Schauen wir uns das kurz an. Wir geben hier ein Sinus hoch minus 1 von 3 Viertel. Sinus hoch minus 1 steht sofort über der Sinustaste in Gelb. Also für Gelb brauchen wir die Shift-Taste. Ich klicke auf Shift. Jetzt auf Sinus. Im Display sehen wir Sinus hoch minus 1 von. Jetzt geben wir hier einen Bruch ein. Dieser Bruch muss aber kleiner gleich 1 sein. Geben wir hier zum Beispiel 3 Viertel ein, so, und der Taschenrechner liefert uns dann den Winkel in Grad ausgedrückt, von dem der Sinus 3 Viertel ergibt. Sobald der Winkel Alpha streng größer ist als Alpha Max, das heißt mit dem Kursor, stelle ich den Winkel jetzt noch etwas größer ein. Er ist kurz zurückgesprungen. Jetzt haben wir wieder Alpha Max. Ich stelle ihn etwas größer ein und da sehen wir, es gibt keinen Refraktionsstrahl mehr. Es gibt keinen gebrochenen Strahl mehr, was also bedeutet, dass dieser Lichtstrahl bei diesen Angaben total reflektiert wird. Dieses Phänomen nennt man Totalreflexion
Und diese Totalreflexion findet zum Beispiel in Diamanten statt und findet Anwendung zum Beispiel bei Glasfaserkabeln.